Ich bin Graf von Krolok, dieses Schloss gehört mir. I'm Roman Polanski and glad to be here. Was den Verliebten der Kuss, ist den Vampiren der Biss. Roman Polanski, Herr der Vampire, verbeißt sich 30 Jahre nach seinem Filmklassiker Tanz der Vampire erneut in den Vampirstoff und lässt die Untoten aus seinem Film wieder auferstehen. Im Wiener Raimundtheater inszeniert der Meister des Psychogrusels zum ersten Mal ein Musical und lässt die Vampire tanzen und singen. Die Geschichte ist mehr oder weniger ident mit dem Film. Für die Vampirjäger Professor Ambronsius und seinen Adlatus Alfred werden die transsilvanischen Blutsauger zum Albtraum. Jetzt komm ich? Was? Was? Nein! 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 Ich häng fest. Polanski will den Vampirmythos auf der Bühne auch psychologisch deuten. Das Musical als erotisches Quiz mit Biss. Wer bekommt die schöne Sarah? Die erotische Spannung durchzieht die Handlung wie ein blutroter Faden. Ein sexuelles Spiel ohne Grenzen. Herbert verbeißt sich in Alfred. Alfred verliebt sich in Sarah. Ich liebe ihn. Sarah verfällt dem Grafen. Nur Professor Ambronsius tanzt bei dem Reigen nicht mit. Ich bin der alte Professor, was soll ich da vermitteln? Also ich habe da eine Außenseiterposition in diesen Fragen. Bei mir ist alles vorbei. Ne? Ich denke nur noch an Bücher und an die Wissenschaft. Bücher! Hunderttausend Bücher! Ja, der Reiz des Vampirstoffs für mich ist, dass ich der Meinung bin, dass wir in einer Zeit leben, in der alle Menschen Vampire sind. Und in der wir in einer Zeit leben, in der durch die Schrecken von AIDS das Thema Liebe zu einem lebensbedrohlichen Thema geworden ist. Und damit ist das ganze Tabu um die Liebe und um den Sex hat eine neue Dimension erreicht. Und die Chance in diesem Stoff liegt, dass man all diese Themen, die in unserer Zeit virulent sind, in einer Form auf die Bühne bringt, die die Menschen nicht belastet, sondern befreit. Für die 41 Rollen haben sich mehr als 600 Sänger und Tänzer in Wien, Köln, Hamburg, Berlin, London und New York beworben. In mehr als zwei Monate langer, angeblich lustvoller Schinderei forderte Polanski sein Ensemble zu Höchstleistungen heraus. Das blutjunge internationale Team konnte nach den oft 12 Stunden langen und kräfteraubenden Proben über die Agilität und jugendliche Frische des 64-jährigen Polanski nur staunen, der die Anstrengungen mit Witz und Humor wegsteckte. Und ich meine, der steht da von 10 morgens bis 10 Uhr abends und wir sind ja alle, wie können wir noch weiter arbeiten? Und sagt, let's try it again a little bit, it doesn't work for me. I'm like, ich habe schon immer daran gedacht, einmal ein Musical zu inszenieren. Theater und Opernregien habe ich schon mehrmals gemacht.
Tanz der Vampire ist meine erste und auch erfreuliche Musical-Erfahrung. Eines Tages würde ich gerne wieder ein Musical inszenieren. Was ist passiert? Erfroren. Reibt die Nase mit Wodka ein. Mit Schweinigkeit. Mit Schweinigkeit. Kleinen runden Dingern, Junge. Klein? Die sind groß. Nicht da, du Dummkopf! Die da! Knoblauch! Sie meinen, das Ziel unserer Mission ist ganz nah. Knoblauch hilft gegen vielerlei. Natürlich sehr, dass wir das machen können und dürfen, weil es ja für uns Maskenbildner eine sehr spektakuläre Geschichte sein wird. Wir können viel schminken, wir können viel Blut verwenden, also wir können uns sozusagen austoben und das, auf das freuen wir uns ganz besonders. 45 Minuten, achtmal die Woche, sitzt Steve Barton in der Maske, bis er sich in den Grafen von Krolok verwandelt hat. 20 Maskenbildner schminken doppelt so viele Darsteller. Viele Darsteller spielen drei oder vier verschiedene Rollen. Oft bleiben nur wenige Minuten Zeit zum Umschminken. Für Aussehen und Kleidung der Vampire ist die englische Kostümbildnerin Sue Blaine verantwortlich. Ihr Vampirlook ist ein Textilmix aus alt und modern. Ein Kleiderstil, den sie schon erfolgreich beim Bühnenstück und Film Rocky Horror Picture Show eingesetzt hat. An den 250 Entwürfen haben fast 100 Personen 8 Monate lang gearbeitet. Unusually on this show, I do feel that the creative input from all areas. Das Ungewöhnliche bei der Produktion von Tanz der Vampire war, dass viele Ideen und Vorschläge von allen Beteiligten auf mich zukamen. Es ist zwar als Musical eine Neuentwicklung, trotzdem ist der Film eine Vorlage. Und das hat es mir auch schwer gemacht, gleich von Anfang an das richtige Konzept zu finden. Kostüme, Bühnenausstattung und Technik verschlangen den Großteil der angeblich 30 Millionen Schilling teuren Produktion. Davon profitierten mehr als 200 Handwerker in Wiener Klein- und Mittelbetrieben und die arbeitenden Werkstätten der Vereinigten Bühnen. Oh, guten Abend. Gut, also gut. Dann ziehe ich mich jetzt aus und erfüll mir den Traumbad. Gleich stöhn ich vor Lust. In der Wanne verschauen. Die größte Herausforderung für die 40 Techniker des Wiener Raimundtheaters unter den 21 verschiedenen Szenen stellt die 9x6 Meter große und 1,5 Tonnen schwere Grabwand dar. In 60 Sekunden senkt sich die Wand. Die Darsteller kriechen auf allen Vieren im Dunkeln in die 16 Gräber, um bühnengerecht von den Toten auferstehen zu können. Die Idee dazu stammt vom englischen Bühnenbildner William Dudley.
Musik von Jim Steinman ist eine Mischung aus opernhaftem Pathos und bombastischem Rock. Pop mit Pomp, wie seine Welthits für Meatloaf und Celine Dion. Sein Total Eclipse of the Heart, einst von Bonnie Tyler interpretiert, hat Steinman wiederverwendet und im Musical eingebaut. Ich habe schon einmal begonnen, einen Vampir-Musical zu schreiben, nach dem deutschen Stummfilm-Klassiker Nosferatu. Vampire sind ein gutes Thema für ein Musical. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich wie ein Vampir fühle und bald selber in einen verwandeln werde. Bei den ersten Besprechungen mit Polanski für Tanz der Vampire hatte Steinman nicht nur einen Kopf voller Ideen, sondern auch konkrete Musikvorschläge. Ein Orchester auf der Suche nach dem richtigen Ton. Der Pausenraum des Theaters wird für 26 Musiker zum Probenlokal. Ein großer Augenblick für den Komponisten. Zum ersten Mal hört er die Arbeit des Arrangeurs, der seine musikalischen Ideen umsetzt. So erstaunt, wie schön die Melodien sind. Erstaunt nicht, ich meine, von den Liedern, die man kennt von ihm, dann natürlich, aber wie sie sich umwandeln lassen und die orchestriert, die sind wirklich zum Sterben schön. Albtraum oder Wunschtraum? Die Rolle des Alfred, im Film von Polanski selbst dargestellt, spielt im Musical der 21-jährige ehemalige Sängerknabe Arisas. Der selbstbewusste Wiener fürchtet keinen Vergleich mit der Filmfigur. An meinen besten Tagen habe ich immer gesagt, ich werde versuchen, mit Polanskis Hilfe Polanski vergessen zu lassen. Jetzt setzt du den Platz zwischen die sechste und die siebte. Aris ist vom Typ her anders als ich im Film. Nur das Kostüm im Musical ist das gleiche geblieben. Bei der ersten Anprobe bin ich ganz erschrocken. Plötzlich sind alte Erinnerungen an die Dreharbeiten wach geworden. Entwicklungen gegeben, zum Beispiel die Rolle des Professors war ursprünglich im Konzept wesentlich kleiner, die ist eigentlich erst mit dem Gernot Kraner gewachsen. Die haben gesehen, was der kann, wie sich der engagiert, plötzlich ist ein Lied dazugekommen, noch eins dazugekommen, plötzlich ist die Szene größer geworden und das gleiche gilt für andere auch. Also das sicher Herausfordernde und Interessante auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler war, dass sie
selbst ob sie es wollten oder nicht, das Stück mit beeinflusst haben. Niemand kann mich irritieren, für mich zählen nur die Fakten. Niemand kann mich irreführen, denn ich trau nur dem Exakten. Ich such Wahrheit und Wahrheit will immer Klarheit. Mein Verstand ist unbestechlich, ich studiere das Positive. Ich bin niemals oberflächlich, ich sehe immer in die Tiefe. Denn die Wahrheit will immer Klarheit. Mein Wissensdrang kommt nicht zur Ruhe, solang noch Zweifel nagen. Ich lasse kein Geheimnis zu, ich höre nicht auf zu fragen, wie und was und wer und wo und wann. Wie und was und wer und wo und wann. Der James Diamond hat für mich ganz tolle Stücke geschrieben nach der Audition, als geheißen, jetzt weiß er, wen er kriegt für die Rolle und jetzt geht er komponieren. Und das hat mich natürlich sehr geehrt. Schämt ihr euch denn nicht? Aus den Konflikten und Beziehungen der Figuren entwickelt Polanski die Handlung. Filmkomik muss er in Bühnenkomik umsetzen. Eine Szene aus dem Film, an die sich das Publikum sehr gut erinnert, ist die Verfolgungsjagd mit Herbert und Alfred. Ich spielte den Alfred. Damals war ich noch jung, war groß und sah sehr gut aus. But I played Alfred. And there is that scene when I run around the balcony and Herbert's running after me. Sag mal, was liest du? Ein Buch, Gedichte, so. Ich wusste es ja, siehst du, du bist verliebt, mein Freund. Geht. Auch ich bin verliebt, nun rat mal in wen. Ja, ich liebe dich, wenn Liebe in mir ist, dann kann ich nicht. Der schwule Vampir Herbert beißt sich bei Alfred die Zähne aus. Ohne Schaden für das Beißwerkzeug. Dafür sorgen die Mitarbeiter des Zahnlabors Hofstetter. Sie haben in monatelanger Arbeit an sich selbst Forschung betrieben, damit die Darsteller mit den Vampirzähnen verständlich sprechen und singen können. Jedem Blutsauger wurden zwei Garnituren Zähne angepasst. Normalerweise ist um Mitternacht eine Zeit, nicht um 12 Uhr. Technisch schwieriger ist, nichts in den Mund zu geben, doch Zähne im Mund zu haben, sprechen und singen zu können. Und dort scheiden sich die Geister, wenn man was fix montieren kann, so wie Kronen. Und von mir aus lange Vampirkronen, na, das ist sehr einfach. Aber trotzdem müsste man auch diese phonetisch einpassen, für die F- und W-Laute vor allem. Blut geleckt hat, schöner Vergleich eigentlich, dann will man mehr, ja. Ich finde es eine sehr erotische Geschichte. Für mich ist das irgendwie der Hauptaugenmerk in der ganzen Sache. Die Erotik, die das hat. Ich sehe das jetzt bei den Damen, die bei uns mit den Zähnen herumlaufen. Ich finde das wahnsinnig erotisch. Wirklich mit einem gelernten Text so akzentfrei zu sprechen wie möglich. Und dann noch dazu hat man sowas, eine Prothese im Mund, wo man wirklich nur draufpacken kann. Sucht sie aus! Eindrucksvoller Bestandteil jeder Bühnenshow ist das Licht. Für Tanz der Vampire hat Lichtdesigner Hugh Fanstone 300 verschiedene Effekte in sein Computerprogramm eingespeichert. Meine größte Herausforderung bei dieser Produktion klingt aufs Erste seltsam. Ich musste auf der von der Ausstattung bis in den letzten Winkel genutzten Bühne erst einmal Raum fürs Licht finden. Die erste und gleichzeitig schwierigste Aufgabe dabei war, herauszufinden, wo ich meine Scheinwerfer unterbringen konnte.
Choreograf bei Tanz der Vampire ist wie schon bei Elisabeth der Amerikaner Dennis Callahan. Bis 1999 bitten die Vampire ins Raimund-Theater zum Tanz. Zunächst ein Jahr exklusiv in Wien. Und wenn sich danach die Wiener Musical-Vampire wie in Polanskis Film über die ganze Welt ausbreiten, geht es sowohl für den Starregisseur als auch für die Vereinigten Bühnen nicht um Blutsaugen allein, sondern auch um viel Geld. Warum soll ich denn dein Blut nicht saugen? Andere saugen schließlich auch an mir. Ob mit Zähnen oder Engelsaugen, jeder Mensch ist nur ein Säugetier. Was jeder tut, ist doch kein Laster. Wer mal Blut geleckt hat, möchte mehr. Mehr Vergnügen, mehr Erfolg, mehr Zaster. Stets ist jeder hinter jedem her. Wir haben auch natürlich Publikum befragt, ging genau in die Richtung, in der wir das Stück haben wollten. Also, lustig, modern, doch ein bisschen gruselig auch manchmal, spannend, erotisch. Das sind die Hauptassoziationen, die uns die Zuschauer gesagt haben. Und damit glaube ich, dass wir in der richtigen Richtung liegen, nämlich in der, die wir beabsichtigt hatten. Darum sage ich also, es hat sich schon ausgezahlt, dass wir die Mühe der letzten zwei Jahre auf uns genommen haben. Ich weiß nicht, ob es hier wirklich Vampire gibt. Ich bin ganz sicher, es gibt eine Menge Vampire. Man begegnet ihnen täglich. Leider fehlen ihnen die Vampirzähne, die sie schon auf den ersten Blick verraten würden. Vampire sind heutzutage viel raffinierter. They're much more sneaky nowadays.